Stellen Sie sich eine Säule vor, die mit Nägeln bedeckt ist, die geometrische Muster bilden oder Kriegsszenen umrahmen. Die Mainzer Nagelsäule ist eine von Tausenden von Kriegsnagelungen, die ab 1915 in Deutschland und Österreich die Heimatfront stärken und die Bevölkerung zu einer Kriegsspende aufrufen sollten. Die erste Stadt, die eine solche Nagelfigur errichtete, den Eisernen Wehrmann, war im Jahr 1915 die Stadt Wien. Ein Ritter in Rüstung, der sich mit Schwert und stolz geschwellter Brust in Pose wirft. Wird ein Passant von Patriotismus ergriffen, kann er bei einem Wachmann gegen eine Spende Hammer und Nagel verlangen und diesen in den Ritter schlagen, um ihm eine Rüstung zu schmieden, vielleicht aber auch nur um Schutz für den Sohn, den Ehemann, den Bruder oder den Liebsten zu erbitten. In Berlin wird ein 12 Meter hoher Hindenburg mit Nägeln übersät. 1.600.000 braucht es, um ihn ganz zu bedecken. In Hamburg wird der heilige Michael durch patriotische Hammerschläge zum Eisernen Michel. In Salzburg benagelt man eine Statue von Karl dem Großen. Dabei hängt der Wert des Nagels davon ab, in welchem Körperteil er landet. Ein Nagel im Fuß ist natürlich billiger als einer mitten ins Herz. Nichts geht über ein Fanfarenkonzert und einen Minister, der vor Witwen, Waisen und Soldaten eine Rede hält. Die Zeitungen lieben diese Art von Zeremonie. Fotografen setzen Botschafter oder Mitglieder der Kaiserfamilie in Szene, bereit zum patriotischen Akt. Jede Stadt, jede Schule will jetzt Nägel einschlagen. Sei es in Schilde, Siegessäulen, in Adler mit ausgebreiteten Flügeln, in Soldaten, U-Boote, Platten, Bauernstatuen. In Österreich, wo man einen Hang zum Bergsteigen hat, wird sogar Edelweiß mit Nägeln bespickt. Jeder bezahlt seinen Nagel, goldfarben, silber oder schwarz, und steckt diese Spende an den Staat, die Stadt, das Rote Kreuz oder eine andere Hilfsorganisation in eine Urne. Man gibt auch Postkarten heraus. Das Geschäft läuft. Dass die Beträge nur einen winzigen Anteil am Kriegsbudget ausmachen, ist völlig egal. Was zählt, ist der patriotische Eifer. Glauben Sie aber bloß nicht, dass dieses Voodoo-Genagel aus heiterem Himmel kommt. In Osteuropa nagelt man schon seit dem Mittelalter. In die Türen, um das Vieh zu schützen, oder in Baumstämme, um sich etwas zu wünschen. Es gibt in Wien übrigens einen sehr berühmten Baumstamm, den Stock im Eisen, in den Pilger ihren Nagel schlagen konnten, als Dankesopfer oder Votivgabe, wie man auch sagt. Aus dem Gehämmer kann man auch das Echo der nordischen Schmiedegötter heraushören, die mit ihren Bärten, Helmen und Fellumhängen durch die Nibelungensage geistern und Schwerter schmieden. In Kriegszeiten sucht man gern Schutz bei ihnen. Bald werden diese gepanzerten Statuen, denen man übersinnliche Kräfte zuspricht und die das Volk symbolisieren, zur Kriegsbeute. In Paris kann man im Museum der Armee einen prächtigen Nageladler bewundern, den die siegreiche französische Armee bei der Ardennenschlacht erbeutet hat. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland trotz der Millionen Nägel den Krieg verloren hat, was die Wirksamkeit des Prinzips eher in Frage stellt. Man schämt sich heute für die Nagelskulpturen, die schnell abgebaut oder zu Museumsstücken wurden. Nur noch selten thronen sie wie in Mainz mitten in der Innenstadt.